Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2. So, und wie letztes Mal versprochen, wollen wir diesmal... Na? So, da ist es. Wollen wir diesmal verkaufen, reparieren und so weiter und so fort. Denn wir haben eine Menge, die wir... Na? Da wir zum Beispiel einlagern. Eigentlich kann ich nicht hier irgendwie alle Sammelgegenstände lagern. Naja. Ist doch schon ein paar Tage her. Dass ich das mal richtig gemacht habe. So, Reparatur. Hi. Ist deine Rüstung beschädigt? Ich mache sie ihm nur wieder ganz. Oh, nicht beschädigt. Grüß euch. Jojo. Schrott verkaufen. So. Wie viel? Naja. Schulterschutz. Brauche ich nicht. Verkaufen. Wackere Bogen. Brauche ich nicht. Verkaufen. Der Kriegshorn. Verkaufen. So wie der Streitkolben. Verwertbare Gegenstand. Wieder verwertbare. Fokus. Fokus. Verkaufen. Das wird ja... ich habe gedacht, ich wollte eigentlich sagen, bald wird es 3 Gold, aber... Dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen. So, hier muss ich was machen. Verwüstete Glyphe, Stau der Präzision. Verkaufen. Verwüstung, etc. Na, der Dolch. Der Dolch. Den verkaufe ich. Unsichtbare Tasche. Mariekundige Handschuhe. 6 Präzisions, 8 Zustandsschaden. Ja, okay. Verkaufen. Oh. Ich sollte wahrscheinlich diese Maske benutzen. Mal schauen. Ich warte noch ein bisschen. Dreizack, 37 Präzision. Aber ich bräuchte eigentlich Kraft. Das ist ein bisschen... So. Danke. Okay, was haben wir im Inventar? So, das können wir... Wiederverwerten. So, achso, das ist die Blöcke, die kann ich wahrscheinlich hier irgendwo wieder verkaufen oder abgeben. Okay, es sieht einigermaßen gut aus wieder, von den Taschen her, oder? Kann ich denn nicht ein bisschen das Ganze ein bisschen... kleiner machen? Ich weiß nicht, ob ich das hier alles ein bisschen kleiner machen kann. Naja, okay, gut. Also, wir haben uns... ich wollte sagen, repariert. Es stimmt aber nicht, denn wir mussten das nicht. Meine Katze ist weg. Oh Götter, ich hoffe, sie ist nicht im Sumpf. Löwenstein braucht ewig, um Wachen zu schicken. Eure Katze ist die geringste unserer Sorgen. Ja... Deine Katze wurde inzwischen zu Katzenwurst. So. Habe ich irgendwelche Nachrichten? Nein. Gut. Es stand irgendwas Neues Event in der Nähe, aber ich finde nichts. Gut, irgendwo gab's ihr den Typi, der meine Steine haben wollte. Was ist... War der nicht irgendwo hier? Der meine Steine haben wollte? Ich glaube, der war hier. Nur, es ist wahrscheinlich gerade nicht da. Okay, da kommen wir wieder zurück in der Stadt. Stadt. Ja, Stadt. Oh, eine Truhe. Verdächtiges Fass.
keine Ahnung, was in dem Fass drin ist, aber ich hätte mal vom Geruch aus, bin ich mir sicher, das Zeug ist in der Lage, den Rost von einem alten Wagen ranzulösen. Okay. Naja. Schauen wir uns mal ein bisschen oben um. Ich glaube, hier oben waren wir nicht. Cool. Oh, da hinten der Sumpf. Oh, da läuft so eine... So, Ettin. So. Da laufen dauernd Monster herum. So, ich muss jetzt ein bisschen meine Stimme wieder ein bisschen rückgängig machen, ein bisschen zurück, sonst muss ich hier loshusten. Und das will ich auch nicht. So, seht ihr? Ich mag kein Sumpfgebiet. Und ich sage euch auch warum. Da, wegen die ganzen Fliegen. Die sind schon so eigentlich schon eine Plage, aber wenn man da noch Sumpfgebiet ist, boah, nee. So, was ist da hinten? Sah ich da schon? Ah ja, war ich schon. Das ist hier diese Terrasse. So, ich muss mich ein bisschen umschauen. Ich glaube, ich sollte hier entlang laufen, oder? Da habe ich noch gar nichts entdeckt. Ja, und zwar in diese Richtung. Na toll, in den Sumpf. Genau da, wo ich... Genau da, wo ich eigentlich nicht will. Okay. Gut, aber ich muss es entdecken. Es ist halt mein Forscherdrang. Ich will nicht drunter springen. Das tut doch weh. So, und los geht's. Und wir laufen da in den Sumpf hinein. Na komm mal. Geh mal da, Hanna. Geh mal in den Sumpf. Okay. Ich hasse Fliegen. Und Sumpf hat nicht nur Fliegen. Aufgestandener Grobian. Schleudert zu Boden. Die Laventeiche entdeckt. Okay. Der Sumpf hat nicht nur Fliegen. Der Sumpf hat auch viele, viele Giftschlangen. Und apropos Schlangen, ich hasse Schlangen. Die hasse ich noch mehr als Ratten. Okay. Nein, ich hasse Ratten nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich hasse unbedingt Ratten. Aber die sind halt nicht so angenehm. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Oder ob ich überhaupt was tun soll. Das sieht nicht so aus. Es sind hier nur Untote, aber Untote habe ich, glaube ich, schon... Untote habe ich, glaube ich, schon erledigt, oder? Und, ja. Ja. Okay, Zustandsschaden. Und bam. Hast du was für mich? Ist ja klar, natürlich nicht. Nicht aufzualtern. Ist ja super. Also wenn ich höre, nicht aufzuhalten, dann denke ich eher fast so an unsterblich oder sowas. Ja. Upsala. Aber ich wollte gerade zurückspringen. So. Genau das wollte ich machen. Und ein Schild drauf. Ach, der ist schon tot. Jetzt bin ich aber überrascht. So, ich glaube, ihr gibt's keinen Ausweg. Es gibt dir keinen Ausweg. So, na gut, dann laufen wir wieder zurück. Na, den Kleinen muss ich... Den Kleinen will ich doch umbringen. Ja. Ja. So. Na komm schon, Kleiner. Ich lass mich an die Kleinen aus. Ja, ich lasse mich immer an die Kleinen aus. Nein, natürlich nicht.
Ja, die sind sowieso schon arm dran. Die sind eigentlich sowieso schon immer Opfer. Okay, hier gibt's so viele. Upsala. Und weg. Upsala. Und schnell weg. Und weg. Oh, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Okay, so wie es aussieht, sind die alle auch tot. So. Ja, ich habe sie sozusagen mit den letzten Kraft noch gekillt, alle. Und das Gift hat mich dann fertig gemacht. Blödes Gift. Oh, kommt schon. Häuptling Cerber? Hallo, Häuptling Cerber, was ist mit dir passiert? Du siehst irgendwie so waschbärenmäßig aus. Elf Tenten der Robusten haben beschert, ihre Vorräte sicher durch den Sumpf zu bringen. Ach so, das ist das Event. Vorhin. Ja, eigentlich habe ich jetzt dazu keine Zeit. Ja, eigentlich habe ich jetzt dazu keine Zeit. Und da kommen dann die Nächsten. Sie schneiden uns auch vor den Weg ab. Auf Kampfposition! So. Eigentlich habe ich dazu keine Zeit. Okay. Und warten. Okay, das war jetzt ein bisschen... Ach komm schon, Denton. So. Lass doch Denton in Ruhe. Aber der wird wahrscheinlich wieder sterben. Wegen der Gift. Wegen die Gift. Wegen total die Gift, ey. Mann, ey, die Gift. Er stirbt wegen die Gift, ey. Ich meine natürlich den Gift. Oh, oh. Und der Sumpf ist lang. Oh, da kommen dann die Nächsten. Stirb doch endlich! Stirb! Es sind zu viele. Wir werden uns ihnen stellen müssen. Was machst du da? Wo läufst du denn hin? Upsala! Was machst du denn? Oh oh. Scheiß Gift, ey. Ich hasse dieses Teil. Ja, komm schon. Töte ihn doch. Ja, ich weiß, dass dir ziemlich schlecht geht. So. Oh, noch einmal. Oh. Das war knapp. Och nee, da kommen noch mehr. So. So. Stirb doch endlich. Schnell. Eilen. Stirb doch. Ach so. Und ich habe den Pfeilwagen nicht genützt.
Stirbt auch hier, zwei. Na, ob ich das alleine hinkriege. Oh, es werden immer mehr. Oh. Oh. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss weg. So. Ob ich das hinkriege? Ich fühle mich stark. Okay, jetzt werde ich ja. Ihr geht mir auf den Sack. Okay. Stirbt doch endlich! Schon wie jeder vergiftete ihn. Denton, komm schon! Steh auf, Mann! Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, den Bullen. So. Und ich glaube, den muss ich jetzt irgendwie killen. Okay. Aua. Schnell weg. Ich muss weg, 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 ich muss weg. Und schnell. So. So, ich brauche das Schild. Und weg. Und hier rüber. Und komm schon. Ich brauch das Schild. Ich brauch das Schild. Zustandsschaden wieder. Aua. Stirb doch endlich, du Auferstandener. Oh. So, Denton, mach weiter. Das war aber jetzt hier ein Kampf. Ich allein gegenüber macht der Untoten. Und die Folge wird sehr, sehr lange. Und die Folge wird sehr, sehr lange. So, komm schon. Beeil dich, Häuptling Sherpa. Was immer du auch bist. Kriegen wir das endlich hin? Ich muss eine Aufnahmepause machen. Meine Stimme. Meine Stimme. Juhu, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Gut, kommt her. Dieses Zeug ist nicht billig. Aber ihr kriegt es nirgendwo sonst. Okay, was ist zum Dienen da? Die Auswahl meiner Wahl ist begrenzt, aber wenn ihr interessiert seid, kann ich euch zeigen, was ich da habe. Ich werde nirgends eine erlesene Auswahl finden. Was denn heute war das so besonders? Ich bin ein Schmuggler. Meine Schiffsladung besteht samt und besonders aus Dingen, die das Missfallen der Seraphäne erregen würde. Welch Glück, dass die Löwen gab, das ziemlich egal ist. Sie sind von anderer Gesinnung. Könntet ihr das erklären? Die Seraphim befinden sich mitten im Krieg. Sie können es sich nicht erlauben, Vorräte außer Landes zu lassen. Das alleinige Interesse der Löwengarde gilt dem Offenhalten der Straße für Reisende und Händler. Ich bin sowohl Reisender als auch Händler. Na gut, habe ich verstanden. In der Menge liegt die Kraft. Erzähl mir von euren Waschbären. Ihr meint Häuptling? Ist seine halbe Ewigkeit der? Da lief ich vor dem Seraphim Königtal davon. Sie waren kurz davor, mich zu schnappen. Da fiel dieser kleine Kerl aus einem Baum dem vordersten Seraphim direkt auf den Kopf. Was ist dann passiert?
Nun, ich glaube, es ist nicht ganz so leicht, jemanden zu verfolgen, wenn man einen wild gewordenen Waschbären auf den Kopf hat. Um es kurz zu machen, ich bin davon gekommen. Äubling ist mir gefolgt und seither sind wir die besten Freunde. Gut. Okay, zeig mal, was du hast. Heilende Sammelkapsel. Ich will Schrott verkaufen. Und ihr macht eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es hier weitergeht. Meine Stimme ein bisschen erholt hat. Bis dorthin, ciao ciao und vielen Dank fürs Zuschauen.